Jeder Zweite hierzulande würde es nach einer aktuellen Umfrage begrüßen, wenn Schülerinnen kein Kopftuch tragen würden. Wie es bei Lehrerinnen ist, eigentlich klar. Doch die Praxis zeigt, einige wollen dennoch mit Kopftuch unterrichten an Grundschulen und klagen. Nicht zum ersten und vermutlich auch nicht letzten Mal ist das so in Berlin passiert. Noch bevor das Arbeitsgericht eine Entscheidung in einem konkreten Fall fällte, stand fest, es wird die Diskussion weiter anheizen. Die Urteilsbegründung von Richter Arne Boyer so eindeutig, wie das kaum ein Beobachter erwartet hatte. Die Klägerin, eine Muslima, die heute nicht erschien, habe keinen Anspruch darauf, in der Grundschule mit Kopftuch zu unterrichten. Das Berliner Neutralitätsgesetz, das religiöse Symbole aus dem Unterricht verbannt, laut Gericht ohne Abstriche verfassungsgemäß. Das Gericht hat angenommen, dass die Religionsfreiheit der Klägerin, die hier zweifellos berührt ist, zurückstehen muss. Dass die Schülerinnen und Schüler, die die Grundschule besuchen, von einem Einfluss freigehalten werden sollen, den religiöse Symbole ausüben können. Spandau, Klosterfeld Grundschule Anfang 2017. Hier tritt die Lehrerin ihre Stelle an. Darüber informiert, dass sie hier nicht mit Kopftuch unterrichten darf. Doch schon am ersten Tag verstößt sie gegen die Vorschrift. Sofort wird sie versetzt. Grundlage? Das Berliner Neutralitätsgesetz, das viele öffentliche Amtsträger und auch Lehrer an öffentlichen Schulen verpflichtet, im Dienst auf religiöse Symbole zu verzichten. Gleich ab Kreuz, Kippa oder eben das Kopftuch. Laut Gericht muss der Senat die möglichen Gefahren, zum Beispiel in einem Problemkiez mit vielen Migranten, nicht einmal nachweisen. Das Gericht hat es nicht für nötig befunden, dass hier eine konkrete Gefahr durch die jeweils Kopftuch tragende Lehrerin ausgeht, sondern hat unterstellt, dass ein religiöses Symbol für sich genommen geeignet ist, die Menschen, die ihm gegenübertreten, zu beeinflussen. Und dies insbesondere bei Schülern und auch kleinen Schülern. Laut Gericht sei das Neutralitätsgesetz letztendlich Ausdruck des Willens der Wahlbevölkerung, die keine religiösen Konflikte in der Grundschule wolle. Dahinter müsse die Religionsfreiheit Einzelner zurücktreten. In dem Sinne, wie es der Richter ja noch mal gesagt hat, an dem Beispiel, wie würde es ein Muslim, vielleicht auch ein Jude oder jemand aus anderer Religion empfinden, wenn hier unter einem christlichen Kreuz getagt würde. Das Gericht lässt die Berufung zu. Ohnehin ist der Weg möglich bis zum Verfassungsgericht oder zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Tja, und deshalb wird der Streit also ums Kopftuch auch weitergehen, ungeachtet der Entscheidung heute.